Ja, hallo, herzlich willkommen bei dem Bernd in seiner Kochecke. Heute haben wir ein ganz tolles Thema und zwar Fladenbrotpizza. Fladenbrotpizza ist ein super Essen, weil super einfach, super schnell. Das kann man immer dann machen, wenn man gar keine Zeit hat zum Kochen. Man hetzt nach Hause, Kinder haben Hunger, man hat gar nichts vorbereitet. Überhaupt kein Problem. Fladenbrotpizza ist in 10 Minuten gemacht mit Resten, die ihr im Kühlschrank habt. Schmeckt super lecker. Kann man für die Kinder ganz einfach machen. Die lieben das. Für die Erwachsenen ein bisschen gepimpter. Ich zeige euch das gleich. Ihr könnt da wirklich hier so ein abgepacktes Fladenbrot aus dem Supermarkt, das kostet fast gar nichts. Das kann man nochmal 2 Wochen mal zu Hause liegen haben. Wenn man es gerade braucht, greift man es, zack, macht sich die Fladenbrotpizza draus. Das wird ganz toll. Ich zeige euch gleich, wie es geht. So, ein paar Worte zum Fladenbrot selbst. Ihr habt jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt wirklich sagen, für mich ist das jetzt ein schnelles Essen, weil ich gar keine Zeit habe. Dann nehmt ihr so ein Fertigfladenbrot aus dem Supermarkt, was ihr einfach irgendwo liegen habt. Die Dinge halten sich ja 2-3 Wochen. Und an dem Tag, wo ihr keine Zeit habt zu kochen, da greift ihr euch das schnell, zack, macht die Fladenbrotpizza draus. Oder ihr sagt, auf dem Weg nach Hause fahrt ihr beim Türken eures Vertrauens vorbei. Ein frisch vom Türken gebackenes Fladenbrot ist natürlich viel geiler. Da könnt ihr eine super tolle Pizza draus machen. Oder ihr backt sogar das Fladenbrot selbst, dann wird es richtig nobel. Auf jeden Fall habt ihr alle Möglichkeiten. Ihr könnt einmal wirklich das als Resteessen sehen, indem ihr irgendwas aus dem Kühlschrank, was ihr noch an Aufschnitt übrig habt, vom Schinken, vom Speck, was ihr eben so auf Pizza auch gerne packt, draufpackt. Oder ihr könnt das Ganze nobel planen. Ihr könnt das auch machen, sagen, ich kriege Gäste heute Abend und will hier eine Fladenbrotpizza mit Garnelen und feinsten Sachen drauf. Auch das geht. Also ihr habt da echt viele Möglichkeiten. Fladenbrotpizza ist eine super Sache. Im einfachsten Fall kostet es euch fast gar nichts, ihr verbraucht ein paar Reste, alle werden satt und die Kinder lieben es. Wir schauen uns das jetzt mal an. Hier sehen wir das Material, was ich für eine Fladenbrotpizza brauche. Das wäre ein Messer und sonst gar nichts. Das ist ganz einfach, denn ähnlich wie bei einer Pizza werden wir die ganz normalen Zutaten draufpacken. Wir werden die klein schneiden müssen, ich werde das Fladenbrot einmal in der Mitte durchschneiden. Und deswegen brauche ich auch sonst nichts. Außer natürlich den Backofen, denn wir packen das Ding am Schluss in den Backofen rein. Von der Zubereitung her wird es so sein, dass ich das Fladenbrot in der Mitte zerteile. Das heißt, wir haben den Deckel und das Unterteil. Eine Hälfte wird für die Kinder ein bisschen kindgerechter zubereitet, die andere Hälfte für die Erwachsenen ein bisschen erwachsenengerechter. Beides kommt dann einfach 10 Minuten in den Ofen bei 180 Grad. Ein Käse überbacken wird es leicht kross. Schmeckt ganz fantastisch. Man hat überhaupt gar keine Vorbereitungszeit. Man muss nichts mit Teig machen, gar nichts. Das geht alles mit dem Fladenbrot. Und die Zutaten, die wir nehmen, da könnt ihr wirklich das nehmen, was ihr einfach im Kühlschrank habt. Müsst ihr nicht vorbereiten, sondern könnt das nehmen, was da ist. Hier haben wir eine Übersicht über die Zutaten, die ich einfach mal aus dem Kühlschrank gefischt habe. So wie man das eben machen würde, wenn es ganz schnell gehen muss. Ich habe, wie gesagt, mein abgepacktes Fladenbrot hier. Ich habe geguckt, ein paar Tomätchen habe ich, das für die Erwachsenen, Pizza super. Passierte Tomaten hat man immer im Keller, gerade ganz wichtig für die Kindersoße. Ich habe hier noch einen Rest Speckwürfel, passt mir super, den zu den Tomaten. Stückchen Salami, ne, mein mittlerer mag gern Salami. Nochmal Paprika und Mais, das kommt doch teilweise bei den Kindern gut an. Und wir haben gekochten Schinken, rohen Schinken, Käsestreu. Ihr könnt natürlich auch Luxusvarianten draus machen, indem ihr jetzt Mozzarella nehmt, Feta nehmt, irgendwelche Sachen speziell einkauft hierfür, wie ihr halt eure Pizza haben wollt. Da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt auch klassische Pizzen machen, die ihr sonst auf Pizzateig machen würdet. Und die einfach aus Fladenbrot setzen. Ne? Rucola mit einem schönen Parmaschinken, das funktioniert alles. Tolles Geschmacksaroma auch. Gerade wenn er das ein bisschen mit Olivenöl vorher beträufelt, im Ofen leicht durchbackt. Aber gut, heute machen wir die einfache Resteverwertungsvariante. Ihr seht ein paar typische Reste aus dem Kühlschrank. Die kann man super verwenden, da werden wir gleich ganz tolle Pizza von kriegen. So, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Habe hier die Tomaten in Scheiben geschnitten, Paprika gewürfelt, ein paar Salamischeiben. Der Rest Mais war ja schon in der Dose, Speck war schon kleine Würfel. Eigentlich alles fertig, hat nur eine Minute gedauert. So, das ist das Fladenbrot noch raus aus der Packung. So, und dann seht ihr hier die Basis für unsere Pizza. Wir müssen keinen Teig ausrollen, nichts. Ich nehme einfach mal ein Messer und schneide das in der Mitte durch. Ist natürlich mit einem echt türkischen Fladenbrot, was er vom Türken eures Vertrauens holt, ein bisschen geiler. Aber wenn man jetzt ein einfaches Resteessen so macht, zack, guckt euch das an. Zweimal Teigbasis, besser geht's doch gar nicht.
Wir nehmen eine für die Kinder. Die kriegt eine Kindersoße, passierte Tomaten, mögen die gerne, wie eine Margarita, mit ein bisschen Gemüse oder Salami der Wahl drauf. Die andere Hälfte wird die Erwachsenenseite. Dann nehme ich nicht die passierten Tomaten, weil mir das zu weich wird auf dem Teig. Die Erwachsenen mögen es ja meistens lieber ein bisschen kernig. Da gebe ich den Tipp, ein paar frische Tomaten draufgelegt, dann Käse eurer Wahl drüber. Kommt ja eh nur 10 Minuten in den Ofen, das wird super. Dann fangen wir an mit dem Belegen, ganz unkompliziert. Passierte Biotomate, wunderbare Sache im Winter. Bei den Kindern, da weiß ich, die mögen schon ganz gern Tomatensauce drauf, deswegen tue ich was mehr. Und da wird jetzt auch nicht groß mit Pfeffer oder scharfen Gewürzen dran gegangen. Da gibt es einfach nur ein bisschen Salz drüber. Ja. Zack. Ein Drittel wird Salami. Nochmal ein Drittel mit Mais. So, das zweite Drittel hier schön mit Mais und das dritte Drittel wird Margarita werden. Das heißt, hier kommt nur noch Streukäse drüber. Für den Erwachsenenteil keine passierten Tomaten, das wird mir zu matschelig, sondern frische Tomatenscheiben. Aber die wirklich reichlich. Ich habe hier das Grün weggeschnitten. Ja, also komplett über das ganze Brot gelegt. Denn das gibt natürlich jetzt die Geschmacksbasis, was das Ganze zur Pizza werden lässt. Ihr habt gesehen, ich habe da drei große Strauchtomaten geschnitten. Die braucht man auch schon, wenn ich hier so eine Fladenbrothälfte komplett belegen will. Ich mache mir auf meine Hälfte lecker was Speck. Speck und Tomate ist für mich eine absolute Superkombination, esse ich sehr gerne. Meine Frau mag das nicht so gern, deswegen kriegt ihr in der Hälfte kein Speck. Mais mögen wir beide. Locker drüber geworfen. Meine Frau kriegt noch frische Paprika. Ganz, ganz einfach. So. Ich werde noch ein klein bisschen Tapas-Schinken für mich nehmen. Schön an den Rand. Ja, ihr müsst da keine Angst haben, dass das irgendwie euch zu sehr verbrennt. Mit Romschinken ist ja sonst so bei einer Originalpizza. Würde ich ihn gegebenenfalls erst nachher drauflegen, so am Schluss, ne, wie man es mit einem schönen Parmaschinken macht. Da jetzt aber hier das wirklich bloß ein paar Minuten bei kurzer Hitze im Ofen ist, müsst ihr euch da keine Gedanken machen. Das geht wunderbar so. Zack. Gibt noch ein bisschen Geschmackskombi. Meine Frau, die mag lieber den Kochschinken. Dann machen wir da den Kochschinken drauf. So, reichlich belegt innerhalb weniger Minuten, wie ihr seht. Ich träufle ein bisschen Olivenöl rüber. Aber nur auf der Erwachsenenpizza. Wunderbar. Etwas Salz. Und dann kommen wir gleich noch zum Abschluss. So, den Käse habe ich jetzt hier auch die Packung aufgeschnitten. Hier können Sie natürlich super Varianten mit anderen Käse machen, mit Mozzarella und so weiter. Da hat man natürlich ganz tolle Möglichkeiten. In dieser Reste-Version jetzt nehmen wir natürlich den normalen Pizzastreukäse. Zack, schnell gemacht und einfach. Ich habe mich kurzerhand entschlossen, dazu noch ein klein bisschen Oregano über die Erwachsenenpizza zu geben. Das gibt noch ein bisschen Geschmack. Müsst ihr aber nicht tun.
So, ich zeige es gleich nochmal in der Nahaufnahme. Das waren jetzt 5 Minuten oder so. Da ist das Ding komplett vorbereitet und geht auch nur noch 10 Minuten in den Ofen. Das ist wirklich fix. Sprechen wir über Ziele bei der Fladenbrotpizza, kann man natürlich sagen, naja, was kann ich noch damit machen? Wenn ich die Grundidee habe, einmal ein Fladenbrot wirklich in der Mitte zu zerschneiden, wie so ein Riesenburger, den zu belegen und mit dem Ofen zu überbacken, dann kann ich daraus natürlich noch 100 verschiedene Sachen machen. Ich muss den da nicht Pizza-Style machen. Denkt mal an mittelalterliches Fladenbrot, wie man es so auf so einem Mittelaltermarkt bekommt. Ganz tolle Sache, ich kann mir so Ayvar-Soßen oben aufs Fladenbrot draufsetzen. In der Spargelzeit mit grünem Spargel ist ganz fantastisch. Ich kann mir Peperonis, einen Joghurt, eine Salsa-Soße, alles aufs Fladenbrot draufsetzen. Ich kann das Fladenbrot vorher mal in Olivenöl ein bisschen anbraten, dann wird es kross. Gerade ein frisches Fladenbrot vom Türken wirkt natürlich nochmal ganz anders. Ich kann mir Fisch draufsetzen, ich kann es mit Lachs machen, mit Garnelen. So ein Fladenbrot bietet unendlich viele Möglichkeiten und ich habe eigentlich ja gar keine Arbeit. Probiert einfach mal verschiedene Varianten aus. Das ist so toll und so einfach und so billig. An sowas sollte man nicht vorbeigehen, das muss man einfach mal gemacht haben. Hier sehen wir unser Endprodukt. 2 sensationelle Fladenbrotpizzen. Einmal für die Kinder, ein bisschen mit den passierten Tomaten, ne, eine Maisecke, eine Salami-Ecke, eine Margarita-Ecke. Einmal für uns Erwachsenen, nur mit den Tomaten, ein bisschen Olivenöl drüber. Ich habe hier Schinken, den ich noch hatte. Wir haben Mais, wir haben Paprika. Mit den einfachsten Restezutaten, die man da hatte. Das sieht doch richtig klasse aus, oder? Ich habe jetzt schon Hunger. Ja, das war's für heute mit der Fladenbrotpizza. Ich hoffe, ich konnte euch eine gute Idee geben für ein ganz einfaches Essen, was man aber auch in eine Luxusvariante verwandeln kann. Probiert einfach aus und für mich ist es jetzt lecker essen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.